Ich hatte Angst meines Lebens. Ich hatte Todesangst um sie. Mir wurde heiß, kalt, heiß, kalt. Ich bin fast angefangen zu heulen. Ich wurde hysterisch. Mein Freund war da, der wusste auch nicht. Es ist ein different German brand of shoes that look exactly identical to Nike with the swoosh. He's like, no, that's how we say it here. And I was like, but that's wrong. It's Nike, y'all. German. From Florida, from the United States. She's like, oh my gosh. And I was like, yeah. Kommen lassen. Ich glaube über eine Dropbox, aber wir finden es nicht mehr in unseren alten Dropboxen. Wir finden es nirgends mehr. Guten Morgen, Freunde, beziehungsweise eher guten Mittag. Es ist der 23. Januar, ein Dienstag. Ich arbeite heute nicht. Und ja, ich melde mich etwas später. Es ist jetzt schon wieder 1 Uhr. Heute Morgen haben wir einfach nur hier unser ganz normales Programm gehabt. Wir sind gegen 8 aufgestanden. Tiny war um 9:30 wieder müde. Ja, habe ich gerade Mittag gemacht. Mein Freund kam zum Essen, ist aber jetzt schon wieder weg. Und wir fahren heute Nachmittag zu Decathlon, weil wir am Wochenende in die Berge fahren wollen und dort liegt Schnee und Tiny hat nämlich noch keinen Skianzug. Und ich habe mehrere Freunde gefragt, ob die uns nicht einen leihen könnten, aber die haben entweder alle selber gerade Bedarf oder die sind noch zu groß, die Skianzüge, deswegen musste ich jetzt einkaufen. Und ich habe mal nach den Preisen geguckt bei Decathlon und bei Orchestra und so kosten die irgendwie 20 Euro. Es geht also. Und ja, ich habe für Tiny gerade Mittagessen gemacht. Das war Zucchini mit Paprika und etwas Süßkartoffel, ein bisschen Hackfleisch und die Hälfte von einem Ei, weil Tinys Urgroßoma, also die Oma von meinem Freund, hat nämlich jetzt 3 Hühner in ihrem Garten und die legen jeden Tag 1 bis 2 Eier. Und ja, jetzt haben wir also quasi Bio-Bio-Bio-Eier aus dem Garten. Ist das nicht toll? Also aus dem Garten, wo die Hühner leben. Und ich habe zum Mittag nichts gegessen. Ich hatte irgendwie keinen Hunger. Ich habe spät gefrühstückt, aber auch die Eier. Jetzt mache ich mir meine Nägel, weil die sehen katastrophal aus. Und dann nehme ich euch heute wieder mit. Tiny spielt da unten auf dem Boden. Mal schauen, wenn sie müde wird. Das ist momentan immer noch so ein leidiges Thema mit dem Schlafen. Ja. Übrigens haben wir diesen Kinderstuhl von Stocke. Das ist der Stocke Steps. Und wir haben uns für den entschieden, weil der, wenn der nachher so ist, ohne diese Aufsätze, ist das halt auch ein ganz normaler Stuhl. Da saß ich gerade drauf. Dann hatten wir da vorher halt immer diese Wippe drauf, aber dafür ist sie jetzt schon zu groß, beziehungsweise will sie halt sich immer hinsetzen und beugt sich dann immer so vor. Und jetzt haben wir diesen Aufsatz dafür gekauft, dass
ja, dass sie da nicht runterrutscht mit diesem Tablett. Das kommt aber erst bald an und deswegen schiebe ich sie jetzt einfach immer so gegen den Tisch, dass sie hier nicht raus kann und ist jetzt mittlerweile auf diesem Kinderstuhl. Achso, und was ich gerade vergessen habe zu sagen, ich habe ja ihr Essen püriert, das habt ihr ja gesehen. Und sie ist jetzt 8 Monate und 11 Tage. Viele Kinder essen dann schon ja, eigenständig und nehmen was in den Mund, beißen davon ab und so. Das habe ich versucht am Wochenende. Oh Gott, das war der Schock meines Lebens. Ich habe Süßkartoffel und halt Gemüse gekocht, weich gekocht und dann habe ich ihr so einen kleinen Teller, das habe ich auch auf Instagram in die Story gepostet, habe ich ihr das auf den Teller gelegt und wollte mal schauen, wie sie damit so klarkommt. Ja, das war der größte Reinfall, den wir je hatten. Also ich hatte Angst meines Lebens. Ich hatte Todesangst um sie. Mir wurde heiß, kalt, heiß, kalt. Ich bin fast angefangen zu heulen. Ich wurde hysterisch. Mein Freund war da, der wusste auch nicht, weil sie hat halt so ein Stück von der Süßkartoffel abgebissen. Sie hat noch keine Zähne. Und ich dachte dann, manscht sie das so mit der Zunge im Mund. Ja, aber Pustekuchen, die hat das versucht ganz runter zu schlucken. Und sie hatte vorher noch nichts gegessen. Das heißt, selbst als sie gewürgt hat, was sie halt ja so oft macht und dann halt alles wieder hochkommt, dann kotzt sie halt einmal komplett, aber dann ist es halt wieder raus. Aber diesmal habe ich ihr das gegeben und sie hatte vorher nichts gegessen. Das heißt, der Magen war leer. Und dann hat sie gewürgt und gewürgt und gewürgt und das Ding kam nicht raus und sie hat nicht geatmet. Sie hat mich angeguckt und meint und hat versucht, das wieder rauszuwürgen. Für mich war das eine Ewigkeit. Das war vielleicht eine Minute, aber eine Minute ist schon lang. Und sie hat in der Zeit nicht geatmet, hat gewürgt und gewürgt und sie saß in diesem Stuhl. Ich habe auf dem Rücken gehauen wie eine Bekloppte, dass sie hustet, das hat sie aber auch nicht gemacht. Und dann hat irgendwann mein Freund hat sie rausgenommen, hat sie mit dem Kopf nach unten gehalten, hat sie auf dem so auf dem Bauch, zwischen Brust und Bauch, hat sie da drauf gedrückt. Und dann, ja, dann kam es raus. Aber ich kann euch nicht sagen, was für eine Angst ich hatte. Und jetzt habe ich beschlossen, dass ich auf jeden Fall einen Erste-Hilfe-Kurs mache für Babys und Kleinkinder. Wenn die was schlucken, was sie nicht sollten, sprich Medikamente oder Putzmittel oder so, oder halt was man halt, ja, was die halt nicht schlucken sollen, was man halt macht, wenn ein Kind oder ein Baby in Lebensgefahr ist. Das werde ich jetzt auf jeden Fall in Angriff nehmen. Und ich kann euch nur allen raten, das auch zu machen. Das ist so, so, so wichtig, weil ich war in dieser Situation und wir wussten einfach nicht, was wir machen sollen. Soll man das Kind, soll der Kopf oben bleiben? Soll man das Kind umdrehen? Was ist, wenn das noch weiter in die Luftröhre rutscht und so? Und zum Glück kam es von alleine raus. Aber ich möchte es einfach, ich möchte dann in der Situation, ja, erstens möchte ich da nicht wieder reinkommen und zweitens möchte ich, wenn ich da wieder reinkomme, möchte ich dann gerne wissen, was zu tun ist. Ja, und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, das auch so einen Kurs zu machen. Ah, oh, Schock. Schock meines Lebens, sage ich euch. So, jetzt packe ich noch den Rest, der zu viel war, in diese Silikonformen, die ganz gut sind. Die habe ich bei Amazon bestellt und zwar von der Marke... was steht da drauf? Chockel. Ich verlinke es euch mal in der Infobox. Aber die sind sehr praktisch. Kann man halt mit so einem Deckel hier wieder verschließen. Und da passt immer so eine Portion rein. Beziehungsweise isst sie momentan immer so eine Portion. Ganz praktisch. Nehme auch nicht viel Platz weg. Da habe ich auch noch so eine andere Form von, auch mit einem Deckel. Und das sind halt so kleinere Eiswürfelformen. Ich glaube, da stand drauf 3x3 cm. Aber ich kann euch mal zeigen, wie es aussieht. So. Ist immer eine ganz gute. Da mache ich immer 3 von. 3 schafft sie wohl zu Mittag oder Abendessen. Ja, ist aus Silikon und Latex auch. Und ja, ich verlinke es euch mal in der Infobox, falls euch das interessiert.
die arme Maus. Alles zu weit weg, kommt sie nicht dran. Sie krabbelt noch nicht und sie mag auch überhaupt nicht die Bauchlage. Das heißt, sie sitzt, macht ein Bein immer so ein bisschen so nach hinten und das andere nach vorne und dann zieht sie sich oder versucht sie sich mit den Händen nach vorne zu ziehen. So wie ich das damals gemacht habe. Mal schauen, ob sie krabbeln wird. Einige Kinder krabbeln ja nie und ich hoffe, dass sie es macht. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wann eure Kleinen angefangen haben zu krabbeln. Das würde mich auf jeden Fall interessieren oder wann die angefangen haben zu laufen. Also Tiny ist jetzt 8,5 Monate und ja, bewegt sich vorwärts, kann man sagen. Ich setze sie mal auf die Decke und nach 5 Minuten ist sie immer irgendwie von der Decke runter, aber ja, so richtig den ganzen Prozess von A nach B habe ich noch nicht so richtig verfolgt. Wie kriegst du das jetzt da raus? Oh nein! Was ist denn los? Bist du müde? Wollen wir Mittagsschlaf machen? Wollen wir schlafen gehen? Oioioi! Wir haben eine Ladung Lilly-Duma wieder bekommen. Die kriege ich alle 4 Wochen. Und zwar habe ich mir diesmal 2 neue Designs ausgesucht. Einmal dies hier. Wir haben übrigens Windelgröße 4 seit ja, schon etwas länger. Dann gibt es noch einmal hier mit so einem Ankermotiv, wo dann hier auch Lilidu draufsteht. Das hatten wir ja immer schon. Und letztens hatte ich auch noch solche mit so etwas kräftigeren Punkten. Aber da hatte ich immer das Gefühl, oder dachte ich immer, dass sie dann durch den Body, wenn hier so ein riesen Fleck war, dachte ich immer, dass sie sich halt groß in die Hose gemacht hat. Und dabei war es aber nur das Motiv. Und deswegen habe ich die jetzt wieder abbestellt. Die haben auch noch ein anderes Motiv mit Füchsen, aber da dachte ich mir, das ist genau das gleiche Problem, wenn ich dann so einen braun-rötlichen Fleck durch den Body sehe, denke ich immer, dass die sich halt, ja, ne, dass da was durchgekommen ist. Und deswegen habe ich einfach diese etwas farbloseren Windeln jetzt bestellt. Und was neu ist, die haben ja sonst immer diese Feuchttücher gehabt. Das ist jetzt diese Reisepackung, die sind eigentlich beide auch so groß. Das waren immer diese sensitiven Feuchttücher mit Olivenöl und Bio-Aloe Vera. Und jetzt haben die neue und da ist 99% Wasser mit bei. 99% Wasser, extra sanftes Tuch mit Bio-Mandelöl. Das sind die Inhaltsstoffe, die da drin sind. Bisher hatte Tiny noch nie einen wunden Popo. Weder durch die Windeln noch durch die Feuchttücher. Die Mittagspause hinter uns. Es ist 16 Uhr. Tiny hat bei mir auf dem Arm wieder gepennt, den Ablegen. Ja, wenn sie auf meinem Arm einschläft, kann ich sie schlecht ablegen und da ich sie tagsüber nicht mehr stille. Vorher habe ich sie ja gestillt und konnte dann weglaufen mit diesem Whisper. Aber ablegen geht jetzt nicht. Deswegen schläft sie momentan mittags immer auf meinem Arm ein. Ja, und abends kann ich sie ganz normal stillen. Nachts auch, aber ich versuche gerade abzustillen. So, jetzt warten wir auf Steph und dann geht's gleich zu Decathlon. Tanz mit mir.
Bei Decathlon gibt es keine Skianzüge, nur zwei. Und das sind ja, rosa Barbie-mäßig. Und da war auch kein Fußschuh, also nichts dabei, wenn wir sie irgendwie in den Schnee setzen oder so. Und ich wollte jetzt nicht extra Schuhe kaufen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt zu Auchan und schauen, ob es da einen Schneeanzug für Babys gibt. Papi Churro, Elle? Aber selbst hier gibt es auch nichts mehr. Ist alles ausverkauft. Wir sind zu spät. Ja, zieh bei dir den Müllsack über, ne, Heini? Keine Ahnung, was wir jetzt machen. Oder wir fahren wieder zu Decathlon und kaufen dieses pinke, hässliche Teil. Das ist so die letzte Lösung, die ich sehe. Ach, schade. Jetzt haben wir uns für diesen Skianzug entschieden. Heini! Grau mit grünen Beeren und ja, Pinien mit einer Skihütte. Eigentlich ganz schön. Mit einer Kapuze. Die Ärmel kann man so überschlagen, dass die Hände schön warm bleiben. Und da sind solche angenähten Füßchen schon dabei. Es war bei dem anderen nicht, bei Decathlon. Mit dem Reißverschluss und Druckknöpfe. Eine Kapuze, die man auch abmachen kann. Und er war sogar reduziert von 50 auf 24. Und da wir diesen Club, oder da wir in diesem Club da sind, nur noch 19 Euro irgendwas, also 20 Euro. Jetzt haben wir hier für 12 Monate genommen. Und ja, das ist er jetzt. Nee, Zimmer. Wir sind wieder zu Hause. Es ist jetzt 7 Uhr und ja, wir haben jetzt den Skianzug gekauft, sind sehr glücklich damit. Ich hoffe, der passt dir auch. Ja, ich beende den Vlog an dieser Stelle. Falls er euch gefallen hat, drückt gerne den Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen Kanal, kostenlos. Ich blend euch den Button hier ein. Und ja, ich würde sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.